Weiter geht es mit einer neuen überwucherten Folge God of War Ragnarok. Freut mich, dass du da draußen wieder im Dickicht bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft, könnt ihr gewinnen, dieses Spiel hier einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Jetzt geht's weiter, Junge. Wir haben hier wirklich alles mitgenommen. Hier ist nicht irgendwo noch ein kleiner Krümel Loot. Nichts. Wo ist Freya? Sie wollte hier ihrem Bruder helfen. Sie leitet die Suche nach Freya und Pikvir. Sie wurden von den Einherjar geschnappt. Wie ist das passiert? Ein Hinterhalt. Seit eurem letzten Besuch sind viel mehr von ihnen hier. Zu allem Übel wurden die Himmelswölfe schon seit Tagen nicht gesehen. Nehme ich zumindest an. Nicht leicht, die Zeit ohne Mond abzuschätzen. Kein Mond. Wie in ihrem Schrein. Ihrem Schrein? Ist eine lange Geschichte. Sollen wir nach ihnen sehen? Ich wäre euch dankbar. Wir haben zu wenig Leute. Und wenn jemand Sköll und Hati helfen kann, dann ein anderer Riese. In Ordnung. Freya meinte, du kämpfst daran vorbei. Sehr beeindruckend. Folgt weiter diesem Pfad. Dort ist ihr Bau. Viel Glück. Okay. Kreaturen der Prophezeiung. Ob er mir den Schuss auf ihn wirklich verziehen hat? Glaub mir, Junge. Au. Wenn das alte Schwein noch einen Groll hegen würde, wüsstest du's. Was ist zwischen euch passiert? Das Übliche. Missverständnisse, Gefolgschaftskonflikte, gebrochene Eide. Nichts, was dich belasten sollte. Mich belastet nichts. Reine Neugier. Neugier ist wichtig, aber Privatsphäre auch. Schon gut. Verstanden. So, oh Mann, hier ist wieder jede Menge Gewächs, ne? Au. Ich hasse den Dschungel. Weil hier so viel nerviges Zeug irgendwie... Ach, naja. Wird schon, Junge. Alles will ich hier umbringen, Junge. Nur damit du Bescheid weißt, ne? Hier ist alles absolut tödlich. Jedes noch so kleine Kräutlein will dich fressen. Vorsicht! Und natürlich die Alten. Ne? Die ist auch noch dabei. Au! Let's go, boy! Whoa, okay, alright. Ah, die sind dann doch immer schneller da, als man denken mag. Oh, was ist das denn, ihr Lichter? Junge! Oh nein, es klont sich! Alter muss weg! Ach, ihr Lichter nerven so hardcore, ne? Hinter dir, pass auf! Oioioioi, ist ihr Lichter? Okay, eins weniger. Noch eins weniger. Nice. Oh. Ich will nicht, dass hier ein Geist entsteht. Oh, nein. Ja, sehr gut, Junge. Ey, sag mal, wie viele kommen denn hier? Bam. Oh, ey, jetzt ist mal gut. Heile, Bruder. Heile. Alright. Das ist der letzte. Nervige kleine Mistviecher. Vanaheim ist so anders als die anderen Welten. Es ist warm wie in Svartelfheim, aber die Luft ist irgendwie stickig. Igros. Was? Igros. Griechisch. Für feucht. Igros. Gefällt mir. Tja, ganz schön feucht hier in der Buchse vom alten Kratos. Ach ja, jetzt können wir hier wieder an Sachen. Ja, deswegen sind wir auch nochmal da.
Ich verstehe, ich verstehe. Kabams. Finde den Nicker. Er macht sich stärker. Ja, ich habe ihn gefunden. Hinter dir, pass auf! Oh, 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 oh. Oh, da ist ja noch einer. Hinter dir, Bruder. Baller den mal hier an. Was man hier in der Gegend aber auch nie Ruhe hat. Boah, da ist schon wieder einer am Flüstern. Achtung, hinter dir! Und putz! Und wie alles noch explodieren muss. Qualvoll. Hinter dir, wir sind da. Wachsam sein. Die wohl sind? Vielleicht von einem Nicker gefressen. Wohl kaum. Jetzt warte mal. Hier gibt es noch etwas zu tun. Mann, ich liebe meinen neuen Speer. What? Ich komme da nur rüber, oder was? Echt jetzt? Ne, warte, hier geht's runter. Hier geht's nochmal ran. Ah, hier war noch diese große Truhe. Genau, denn ich wusste, dass ich hier bei dem Ding irgendwo noch eine Truhe gesehen hatte. Wir holen mehr Beute, ja? Ich habe die Schmiede in Freyas Lager gesehen. Hat Brock ihnen die ganze Zeit geholfen? Ah, du kennst Lunda noch nicht. Lunda? Eine alte Kumpanin der Huldu-Brüder. Sie ist Freyas Schmied. Sorgt für Waffen. Sorry. Na, vielleicht. Ich weiß nicht. Im Moment bin ich zufrieden. Wow, noch eine legendäre Schmiedin. Sie kennt sicher tolle Geschichten. Sei auf der Hut, Atreus. Was? Warum? Sie ist ziemlich freundlich. Ach, Unsinn. Der Kerl ist viel zu jung für ihren Geschmack. Was? Sie, vögelt gerne rum, Sohn. Was hat das jetzt mit Vögeln zu tun? Sie ist eine leichte Dame. Also ist sie sehr dünn. Sie ist, eine Dame der Nacht. Sie ist nur nachts unterwegs. Sie ist eine Hure, okay? Könnten wir durchkommen. Sie ist eine Hure, Sohn. Ah, okay, danke. Weißt Sag das du, doch gleich. Junge, dieser Ausflug nach Vanaheim bedeutet, dass du jetzt alle neuen Welten besucht hast. Du hast recht. Nicht viele Sterbliche können das behaupten. Und auch nicht viele Götter. Selbst dein Vater hat die Hallen von Asgard noch nicht beehrt. Ich habe es nicht eilig damit. Hildiswini sagte, Freyr und Pikvir wurden gefangen. Wer ist Pikvir? Ein Lichtalb. Ein einstiger Gelehrter mit seiner Frau Bela aus Alfheim verwandt. Sie ist vielleicht ihre beste Kriegerin. Warum die Verbannung? Die ganze Geschichte kann nur er dir erzählen. Aber ich glaube, Belas und sein Versuch, ihre Völker zu einen, war verpönt. Wie? Bela ist eine Dunkelalbin? Ja. Wow. Tja, das wirft sogar noch mehr Fragen auf. Ich hoffe, ihm geht's gut. Und da wundert man sich, warum der Junge keine Werbung hat mit seinen bösen Schimpfwörtern. So, hier Sohn. Sohn! Scheit! Oh, aber ist ganz schön stabil. Oh, und du hast eine Schwester da hinten, ha? Und einer, der singt. Geil, Mann. So, dein singender kleiner Freund ist tot. Danke. Danke. Ah, look at this, my friend. It's a bird. Noch drei. Noch drei Vögelchen. Dann
haben wir es wieder geschafft, meine Damen und Herren. Asgard-Barren. Ja, endlich kommen die mal rein, die Dinger, ne? Oh, wait a moment. Haben wir den nicht auch schon mal gesehen? Aha. Komm ich da ran? Ja. So, hier ist eins. Ich schmeiß mal dagegen. So. Hier ist offensichtlich ein weiteres. Und da, wo geschmatzt wird, ist bestimmt das nächste. So, und schieß drauf, was du hast. Hab keinen Bock, dass er sich verwandelt. Bam, 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 bam. Manche hätte man wirklich mal einen anderen Kill machen können. Ich meine, der ist cool. Der ist cool, der Kill. Das gebe ich ja neidlos zu, aber trotzdem... Mir fehlen so ein bisschen die Abwechslung. Der hat ja wirklich nur ein einziges. Ich sagte, es sei prophezeit, Junge. Prophezeiung. Von denen hatten wir nach unserer Zeit mit den Norn alle genug. Aber Odin glaubt noch dran. Deshalb haben die Einherjar ja bestimmt den Mond gestohlen. Er will Ragnarök immer noch vermeiden. Oder er bereitet sich darauf vor, lenkt mit dem Stellvert. Bitter kriegt in dieser Welt seine Feinde ab. Ja, oder so. Mag sein. Ich glaube, der Mann ist ein Trickser. Aber so ein richtiger. Ich wette, selbst die Nummer mit dem Wolf war inszeniert. Er hat uns auf die Fährte gebracht und anscheinend hat der Wolf auch die Maske nicht gefressen. Freust du dich, Stöckel und Hati zu treffen? Naja, ich kenne all die Geschichten. Sie in echt zu sehen, wird seltsam sein. Legende trifft auf Realität. Zumindest sollte es unterhaltsam werden. Triff niemals deine Helden. Da ist was Wahres dran. Hallo? Ich glaube, sie schlafen. Tja, da haben wir's. Die legendären Himmelswölfe. Äußerst unterhaltsam, wie versprochen. Wisst ihr noch ihr Schreien? Sie waren erst wieder am Himmel, nachdem der Mond zurückkam. Und dann jagten sie einen Pfeil über den Himmel. Ja, na dann. Am besten suchen wir den Mond und bringen ihn an seinen Platz zurück, hm? Klingt doch wie die normalste Sache der Welt. Voll süß. Ich mag Wölfe. Einfach tolle Tiere, ne? Okay, dann schleichen wir uns mal davon. Waren die Einherjar beteiligt? Sie haben den Mond in eine Kiste gesperrt, wenn ich mich recht erinnere. Aber kein Hinweis, wo die Kiste ist? Das ist der Haken, wenn man eine Prophezeiung als Karte verwendet, was? Die Details sind recht spärlich. Im Dorf in der Nähe gibt es ein Kriegslager. Eine starke Festung, um die Beute zu schützen. Besuchen wir es dort. Wer außer Hildi, Svini und den Alben gehört noch zu Freyas Armee? Armee kann man's kaum nennen. Aber Pirgi war Soldat, beschritt einst den Weg des Springers. Er kann sicher mit seinem riesigen zerbrochenen Schwert umgehen. Ein Springer, der uns nicht töten will. Nicht schlecht. Sowas haben wir auch noch nie gesehen, ne? Ein Springer, der uns nicht sofort niedermetzeln will. Ich kann die einfach nicht abwerfen, diese kleinen Affen. Ja, warte mal. Euke. Ja. Ja.
Das sind so. Engeria. Ich bin bereit. Ne enun geresat derener. Alfarelle regiert mich. Moin. Boah, Alter, der hat gescheppert, ne? Volker! Bams! Ganz schön nervig, ha? Alter, ich hab ganz kurz hier eine Glatze verpasst. Oh. It's not over yet, ha? Huh? Au! Schön vorsichtig! Das ist Vibrant! Ah, mach keinen Shit, Alter! Mach keinen Shit! Den hab ich bis hierher gespielt! Mädel! Steck deine Fingerchen nicht überall rein! Denn die können ganz schnell weg sein! Und er ist weg. Gesehen? Wann können die das? Ein neuer Feind. Wachsam bleiben. Ja? Genau. Treffend. Üppig. Die Wahnen würdigen die Üppigkeit ihrer Welt. Es aufzuschreiben ist allerdings überflüssig. Die Schönheit Warnheims spricht für sich selbst. Findet ihr es echt so wahnsinnig schön hier? Ich weiß nicht. Die bräuchten einen Gärtner. Da ist sie wieder. Okay, der lockt uns. Die wissen, dass wir kommen. Seltsam, dass niemand hier ist. Verstecken sich. Die Warnen sind nicht alle gestählte Krieger wie unsere Freyer. Die Überlebenden des Krieges ziehen es vor, sich im Urwald zu verstecken mit der Natur als Schutzschild. Habe ich da nicht eben gerade ein Bird gehört? Ah, irgendwo hier ist ein Vögelchen. Also ein Udin-Vögelchen. Gehen wir mal... What? Ja, klingt so, als wäre er hier auf dem Zelt, also... Kann hier hoch. Was kann ich denn hier tun? Achso, das steckt jetzt drin. Okay. Hab ich hier noch einen Weg rüber? Eine Gratistruhe. Ey, Vogel. Ist doch hier... Irgendwie in diesem Baum. Ah, versteckt sich gut. Ja gut, vielleicht wenn wir drüben sind, sehen wir ihn. Die Wand. Wenn ich sie einreiße, greifen wir an. Ja. Wir sehen ihn nicht. Oh, da ist sogar noch eine Truhe. Wie habe ich die denn übersehen? Kann man noch mal rüber? Nope, man kann nicht noch mal rüber. Toll! Na gut, keine Ahnung, wo der Vogel ist. Leer. Wo sind die alle hin? Oh, aber das ist eindeutig... Halt, da ist die Mond. Kiste? Da unten. Eine Arena. Eine heftige Arena, wo viel Heftiges auf uns zukommen wird. Das hier ist ein Hinterhalt. Ja. Eine Kette. Von hier oben kommen wir hin. Von wo oben? Junge? Ja, wo ist der denn jetzt hin? Mr. Atreus.
Wo sind sie hin? Wo von hier oben? Wo kann man denn hier hoch? Ach, da. Vorsicht! Na also. Damit einen Schildschlag, Bruder. Und es geht rund mit irgendwelchen Teleport-Freaks. Erledigt! Oh, moin. Mal ein bisschen Speer-Action. Speer-Action to the max. Oh, der Speer macht gegen die richtig Damage. Au. Schön vorsichtig. Das ist Bifrost. Yes, I know, my friend. Ich bifröste die gerade auch richtig zusammen. Mehr Einherjan, linke Seite. Alright. Alter, die schwingt ja. What? Boah, habt ihr das gerade gesehen? Die war ja voll im Kettenmodus. Aber weißt du, wer der König der Ketten ist? Right, this boy. This boy. Einherjan, links von dir. Gut, eigentlich die Heilung. Rechts von dir, Dankeschön. Alter, wie viel kommt hier? Ist tot. Okay. Moin. Ich hoffe, das reißt ein Loch in Odins Armee. Zumindest fürs Erste. Ich glaube nicht, dass Asgard bald die Soldaten ausgehen. Nee, glaube ich auch nicht. Aber wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ihr wisst ja, wir werden kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Tschüss.